Er ist voller Erwartung, denn Jason geht auf eine große Reise. Die Spitze meiner Vorstellung sieht so aus, dass ich mir vorstelle, ich könnte die Zeit ausblenden. Ein deutscher junger Mann wird buddhistischer Mönch. In Thailand. Für 3 Monate in einem Kloster bei Lampung. 3 Monate betteln, arbeiten und beten. Für die Familie. Für sich. Für gutes Karma. Mitte Dezember in Bonn. Jason lernt Thai. Per Skype. Die Lehrerin sitzt in Greven. Seine Mutter Konstanze, eine Dolmetscherin. In 2 Wochen will Jason nach Thailand reisen. Also im Sommer 2007 ist meine Großmutter gestorben in Thailand. Das hat mich dazu gebracht, überhaupt in Frage zu stellen, wie ich mit meinen thailändischen Wurzeln umgehe. Und dann habe ich eben erfahren von meiner Mutter, dass keiner meiner Cousins ins Kloster gegangen ist, um traditionell die Seele meiner Oma zu begleiten. Und dadurch im Grunde ist mir erst die Idee gekommen, dass ich es eigentlich auch machen könnte. Und dann das Totterhahn. Totterhahn. Ist es das mit dem Kringel und dann dem Bogen? Totterhahn ist ein Kringel. Und dann der Bogen, ne? Und dann machst du einen Huckel nach oben und gehst wieder runter. Ja. Jason Chum Tong ist in Deutschland aufgewachsen. Seine Mutter ist Deutsche. Sein Vater ist Thailänder. Trotzdem hat Jason die Sprache nie richtig gelernt. Oh Mann. Das muss er jetzt in kurzer Zeit nachholen. Am Abend hat Jason eingeladen. Zum Abschiedsessen. Im thailändischen Kloster wird er 3 Monate lang keinen Kontakt zu seinen Freunden haben. Thanks for coming. Tschüss. Oh, Prost. Er kocht Dom Yang Kung. Ein thailändisches Gericht. Das hat er bei seinem Vater gelernt. Das Essen ist der Teil der thailändischen Kultur, der schon immer eine Rolle für ihn gespielt hat. Das Klosterleben wird für ihn eine ganz neue Erfahrung. Schon allein, weil er sich als buddhistischer Mönch rein äußerlich völlig verändern muss. Nein, also ich habe keine Angst um meine Haare auf dem Kopf. Aber so als Halbasiat so denke ich vielleicht, das ist der einzige Bart, der mir jemals geschenkt wurde. Wenn ich ihn abrasiere, was passiert dann bloß? Gesellige Abendessen, Alkohol, all das wird es für ihn als buddhistischen Mönch nicht mehr geben. Viel mehr weiß Jason noch nicht, auch nicht über den Buddhismus. Mein Wunsch wäre für die Zeit, dass ich aus direkter Hand, also von dem Klosterobersten, etwas über die Materie des Buddhismus lernen kann. Weil ich mich so gut wie gar nicht damit auseinandergesetzt habe, oder literarisch nicht mit auseinandergesetzt habe und es bis dahin auch nicht möchte. Aber die Gebete lernt er. Von seinem Vater Niyom. Und zwar auf Pali, der Gebetssprache der thailändischen Buddhisten. Eine weitere neue Sprache. Verstehen kann er sie nicht. Der Vater bringt ihm nur die Aussprache bei. Für mehr ist keine Zeit. Da musst du auch was sagen, ne? Bei seiner Mönchsweihe muss er die Gebete vortragen können. Er hat noch eine Woche. Hier, das erkenne ich auch, das Hang. Ani, Hang, ne? Ja. Jason macht das alles auch für seinen Vater. Dadurch, dass er eben auch im Kloster war und ich quasi so ein bisschen ihm hinterher eifer, was das angeht. Es ist, glaube ich, ganz schön, dass es eine neue Ebene gibt, auf der man sich unterhalten kann oder auf der man sich auch treffen kann. Und hier das Foto? Und das Foto, ich denke mal, ich war wahrscheinlich schon 1 Jahr drin. Hm. Und so, wenn man im Tempel ist oder irgendwo im Tempel, dann trägt man so. Und wenn man da draußen geht, irgendwo hin, dann trägt man das ganzen Körper verdeckt. Dann hat man seinen Körper besser verdeckt, ja. Genau. Viel weiß Jason nicht von der Zeit, in der sein Vater Mönch war. Auch das ist für ihn ein Grund, ins Kloster zu gehen. Er will verstehen, wie sein Vater aufgewachsen ist. Niyom Chum Tong war 17, als er ins Kloster ging, in seinem Heimatdorf bei Lampung. Dann soll man so
Traum. Und das ist jetzt der Tempel, wo Jason auch genau geht. Das ist genau ja, derselbe Tempel, richtig, so wie er ja, früher aussah richtig, ja, und noch nicht ja ausgebaut. Ja, jetzt haben die ja neu gemacht. Hm. Na, hier, Treppe und Niom und Constanze Chum Tong haben sich in Thailand kennengelernt. Jason ist dort geboren. Seine Eltern zogen nach Deutschland, als er noch ganz klein war. Etwa alle zwei Jahre fahren die beiden nach Thailand. Jason war seit Jahren nicht mehr dabei. Und doch will er jetzt der Familientradition folgen. Genau. Es ist aber auch so, dass wenn Jason jetzt ins Kloster geht, im Prinzip das auch schon Wegbereiter ist für die Eltern, die dann, wenn sie dann versterben, auch ja, halt jemanden haben, der ihnen vorher schon den Weg geebnet hat, dann in den Himmel oder ins Paradies oder wohin auch immer, alles was positiv ist dann. Der Norden Thailands. In der Nähe von Lamphun liegt das Dorf, aus dem der Vater kommt. Nur noch 5 Tage, bis Jason ins Kloster eintritt. Die ganze Familie ist zusammengekommen, bei einem thailändischen Raclette. Ein herzliches Willkommen für Jason und seine Eltern. Jason sitzt zwischen Mutter und Tante im Haus der Großeltern. Das Zuhause seines Vaters. Jason ist die Umgebung noch fremd. Für den thailändischen Teil der Familie bedeutet es viel, dass er Mönch werden will. Am nächsten Morgen, kurz vor 8, auf dem Markt in Lamphun. Die Familie macht wichtige Erledigungen für die Aufnahmezeremonie ins Kloster. Onkel und Tante beraten Jasons Eltern im Laden für Mönchsbedarf. Sie suchen Geschenke für die Mönche, die die Aufnahmezeremonie durchführen werden. Jason kann da wenig mitreden. Dieses Tuch hier, auf dem können die sich setzen. Auf ja. Genau, ist vor uns an dem Abend. Ja. Die können im ja Prinzip alles verwerten, was da drin ist. Ja. Also im anderen Eimer, da ist zum Beispiel eine Cola, das finde ja ich jetzt schon mal etwas unpassend. Ja, und das sind die Hygieneartikel, die ich jetzt noch bekomme. Die kommen alle hier rein und dann wird mir das übergeben bei der Zeremonie. Wir haben hier Puder, Zahnbürste natürlich, Zahnpasta, du hast hier Mundwasser, hier ist eine Seife, ein Kamm. Das ist, glaube ich, Babyöl. Ist das richtig, Babyöl? Ja, ja. Das ist zum Beispiel, das hatte mir deine Tante gerade erklärt, das ist zusammengestellt zum Beispiel für eine Beerdigung. Deswegen der Kamm so ist natürlich nicht wirklich. Ja. Nach einer halben Stunde sind sich alle einig. Die Geschenkpakete für die Mönche ausgesucht. Für Jason wird die Zeit langsam knapp. Er beherrscht immer noch nicht alle Gebete und findet keinen ruhigen Ort zum Lernen. Verwandte und Nachbarn falten derweil Münzblüten. 1-2000 thailändische Baht, etwa 35 Euro. Verpackt in Seidenpapier. Constanze lässt sich dabei erklären, was mit den Münzen später passieren soll. Und da haben wir insgesamt 4 von diesen Töpfen voll. Und dann nimmst du jeweils, wenn du auf dem Pferd sitzt, einen so einen Topf und wirfst dann halt die Blüten in die Menge, ne? So. Und die anderen Töpfe, die trägt dann jemand, der dich, der quasi neben dir hergeht, neben dem Pferd. Und dann reichen die dir deinen neuen Topf an, wenn der eine leer ist. Oder wenn du merkst, wir sind schon kurz vorm Tempel, dann können die anderen auch werfen. Die können dann mithelfen zum Werfen. Noch herrscht Ruhe im Dorf. Im Haus des Großvaters allerdings helfen alle bei den Vorbereitungen mit. Der Onkel geht mit Jason noch einmal die Zeremonie durch. Die Eltern werden Jason morgen in der Zeremonie die Robe übergeben und ihren Sohn damit an das Kloster. Die monatelange Vorbereitung geht zu Ende. Es ist immer noch nicht wirklich durchsichtig für mich, wie streng das Ganze gehandhabt wird.
Es gibt ja eigentlich ja nicht die Möglichkeit, dass ich das nicht bestehe. Aber es besteht halt immer die Möglichkeit, dass man es nicht vernünftig macht oder es nicht schön genug macht. Und das sind halt weniger als 24 Stunden. Und ich habe den Ablauf immer noch nicht im Kopf. Das stört mich ungemein. Im Hof von Jasons Großvater bauen die Männer Zelte auf für das Fest. Mehr als 150 Gäste sind eingeladen. Jason hat sich zurückgezogen. Mir war zwar klar, dass es schon eine große Festlichkeit ist und dass dafür natürlich auch viel gemacht wird. Und mir ist auch bewusst, dass der Grundgedanke dieses Festes auch so ein Teil meiner Familie gilt, um eben auch innerhalb des Dorfes zu zeigen, schaut, wir haben die Möglichkeit, unser Familienmitglied auch mit so einer gewissen Pomposität zu verabschieden. Allerdings übersteigt das, was ich gesehen habe, dann doch die Vorstellung, die ich hatte. Der Tag der Aufnahmezeremonie. Im Kloster bereitet man sich vor. Der Abt empfängt Jason unter dem großen Tor mit den Elefanten. Hier beginnt das Ritual. Den Bart hat er sich gestern selbst schon abrasiert. Jetzt darf ihm jedes Familienmitglied eine Haarsträhne abschneiden. Als Zeichen dafür, dass sie seinen Weg unterstützen. Danach wird Jason mit Wasser übergossen. Sein altes Leben und seine alten Gewohnheiten werden abgewaschen. Auch jede Eitelkeit soll Jason ablegen. Sich nicht mehr mit menschlichen Alltäglichkeiten beschäftigen. Nur noch dem eingeschlagenen spirituellen Weg folgen. Kein Haar darf übrig bleiben. Nun ist Jason Novize. Es folgt das erste Bekenntnis. Die Zufluchtnahme zu Buddha, zum Dharma, der Lehre und zur Sangha, der Gemeinschaft. Jason versucht sich zum ersten Mal vor allem auf Pali. Sein Vater und sein Onkel sind genauso nervös wie er. Der Abt hat erlaubt, dass er vom Blatt lesen darf. Wie viele Thailänder auch. Vater und Onkel helfen beim Ablegen der Gelübde. Mit der Sprache tut Jason sich schwer. Die erste Hürde hat er geschafft. Zurück im Haus der Großeltern. Jason hat seinen ersten Segen für die Gäste gesprochen.
Schon dabei zeigt sich, als Mönch ist er in Thailand sofort eine Respektsperson. Der Visagist ist da. Er schminkt Jason und kleidet ihn als Prinz Siddhartha Gautama, der sich lossagte von seinem Besitz und schließlich zum Buddha erwachte. Bisher war Jason nicht besonders religiös. Jetzt begibt er sich symbolisch auf den Lebensweg eines Religionsgründers. Den Eltern gilt das nächste Gebet. Der Vorsänger besingt die Entbehrungen, die Jasons Eltern auf sich genommen haben, um ihr Kind großzuziehen und Mönch werden zu lassen. Zum Dank kann Jason nun etwas für ihr Karma und für das der ganzen Familie tun. Im Garten hat die Party zu Jasons Ehren inzwischen begonnen. Er selbst wird gleich in einer Prozession zum Tempel gebracht. Den unreinen Boden darf Prinz Siddhartha Gautama nicht berühren. Dass er auf einen Pony gesetzt wird, ist eine regionale Tradition. Eigentlich eher für Kinder, aber Jasons Familie hat es sich so gewünscht. Der Zug geht durch das ganze Dorf bis zum Tempel. Die Münzblüten sind heiß begehrt. Sie bringen Glück und Wohlstand. Jason entledigt sich damit symbolisch seines Reichtums. Am Ende der Prozession umrundet die ganze Gesellschaft den Tempel dreimal. Dann zieht Jason sich um. Die Mönche sind für die Zeremonie extra aus verschiedenen Klöstern angereist, für den Novizen aus Deutschland. Es waren 11 Mönche da. Einmal der die Zeremonie angeführt hat. Der war einfach nicht beeindruckt, nur weil ich Ausländer bin, dass ich das mache. Der Moment, auf den Jason seit Monaten gewartet hat. Ab sofort darf er die safranfarbene Robe tragen. Die anderen Mönche wundern sich, wie Jason als Ausländer das alles hinbekommen hat. Selbst Thailänder verstehen nicht alle Teile der Zeremonie auf Pali. Jason hat sich die Texte in eigener Lautschrift notiert. Zum ersten Mal darf Jason die Mönchsrobe tragen. Seine Kleidung für die nächsten 3 Monate. Jason verspricht, nicht zu töten, nicht zu stehlen, keusch zu leben, nichts einzunehmen, was den Geist verwirrt, und auf allen Luxus, auch auf Essen ab dem Nachmittag, zu verzichten. Als Mönch wird Jason von Almosen leben. Deshalb bekommt er eine Bettelschale. Wenn man sieht, mit dem
orange Gewand so und als Mönch. In dem Moment denke ich, der ist nicht nur mein Sohn, sondern der ist ja besonders Mensch, so als Mönch. Zum Schluss erhalten die Mönche die Geschenke von Jasons Familie. Nach 7 Stunden ist Jasons Wandlung zum Mönch vollendet. Beim Verlassen des Tempels das erste Betteln. Wenn du dich dazu entscheidest, etwas zu machen, was dann eben deiner Familie auch Freude bereitet und so ein Fest stattfindet und es ist ein kleines Dorf, Leute kriegen es mit, dass deine Familie sowas veranstaltet, ist das schön. Ja, es ist ja, glaube ich, so eine Verbindung aus irgendwie halb Kirmes, Karneval und Schützenfest zusammen oder so. Ich weiß es nicht. Tag 1 im Kloster, kurz vor 6. Die Mönche machen sich auf zur Bettelrunde. Die ersten Spenden bekommen sie von Jasons Familie. Berühren dürfen sie Jason nicht. Er ist jetzt Mönch, deshalb knien sie vor ihm nieder. Ein Abschied für Monate, ohne Umarmung. Die bettelnden Mönche bleiben barfuß. Die anderen dürfen Sandalen tragen. Die Mönche essen nur, was sie an Almosen bekommen. Reis, gebratenes Fleisch, alles fertig zubereitet. Suppe, Gemüse, frittierter Fisch. Mönche bedanken sich nicht. Stattdessen spenden sie ihren Segen. Das ist hier eine ziemlich ärmliche Gegend. Ich habe das Dorf zum allerersten Mal jetzt so richtig gesehen. Und dadurch, dass die Häuser an den Straßen gebaut sind, hast du jedes Mal die Möglichkeit, auch in die Höfe reinzuschauen. Und das sind auch einfach nur so Blechhäuschen. Und diese Menschen kommen einfach raus und geben dir das Essen. Jason weiß genau, er könnte sich viel mehr leisten als die Menschen hier. Ich habe immer dann ein schlechtes Gefühl, wenn sie mir Geld geben. Und die einzige Möglichkeit, um irgendwie diese Emotion zu überwinden, ist, dass ich mir vornehme, dieses Geld zu nehmen und eben den Jungs irgendwas zu schenken. So, ich habe auch mal bei deren in die Zimmer geschaut und die haben einfach auch nichts. Sie kommen ja auch aus ärmlichen Verhältnissen. Die Jungs, das sind die Jüngeren im Kloster. Insgesamt 6 Menschen leben hier. Nur einer außer dem Abt ist älter als Jason und Mönch. Die anderen gelten als Novizen. Jungs in Roben. Nach dem Betteln wird gearbeitet. Der Abt hat das Kloster ausgebaut. Er braucht die Arbeitskraft aller Robenträger. In diesem Kloster müssen die Mönche für sich selbst sorgen. Nur Jason arbeitet vorläufig noch nicht mit. Er schläft und ist getrennt von den anderen. Als neuestes Klostermitglied soll er erstmal auch innerlich rein werden. Nach der Unruhe der zurückliegenden Zeit nicht leicht. Ich muss zugeben, dass die letzten Tage ich auch häufig mit Zweifel zu kämpfen hatte. Das passiert einfach, weil ich mich einfach tierisch gelangweilt habe. Und das ist, glaube ich, auch die Idee von diesem In sich kehren. Und dann ist mir nochmal aufgefallen, wie schwierig es für mich geworden ist, mit Langeweile umzugehen. Gebetszeiten werden da zur Unterhaltung. Am meisten habe ich mich wirklich gefreut, wenn es um 6 Uhr zum Gebet ging. Denn das ist letztendlich auch die einzige Zeit, wo ich zum Beispiel mal Musik höre. Ebenso dieses Klangvolle. Das vermisse ich irgendwie schon. Und das bekomme ich in gewisser Weise durch diese Gebete zurück, wenn die dann eben neben mir gereiht und relativ synchron dann auch die Gebete aussagen. Noch klappt nicht jeder Text, aber Jason macht mit, so gut er kann.
Für die Novizen sind die Gebete Routine. Das Leben im Kloster die Chance auf Bildung. Sie gehen vormittags in die Schule und sind versorgt. Anders als zu Hause. Ein Tag endet wie der andere. Und jeder neue Tag beginnt mit der Bettelrunde. Vier unterschiedliche Strecken gehen die Mönche durchs Dorf. Die Spenden der Menschen am Wegesrand sind dabei nicht ganz selbstlos. Sie spenden für die Mönche, aber auch für einen Segen und gutes Karma. Ich finde es gar nicht mehr schlimm. Nein, ich freue mich, dass die Leute das Geld wirklich den Mönchen geben. Für alles das, was er aufgibt und für das er verzichtet. Die Leute außerhalb wissen, wie wir hier leben. Sie können jederzeit reinkommen. Wenn sie nicht einverstanden sind mit dem Besitztum, das wir haben, und dann mit der Lebensweise, wie wir den Buddhismus interpretieren, dann geben sie uns das Essen nicht und sie geben uns das Geld nicht. Es gibt hier genügend Häuser, die möchten das nicht machen. Betteln, beten und arbeiten. Der immer gleiche Tagesablauf. Das ist anstrengend. Und das war Jason so nicht richtig klar. Aber die Arbeit verbindet die Mönche auch. Den starken O, der ohne das Kloster nie auf eine weiterführende Schule hätte gehen können. Den kleinen Sing Num, dessen burmesische Eltern sich als Gastarbeiter durchschlagen, weshalb sie kaum Zeit für ihre Kinder haben. Und Jason, der aus einer komplett anderen Welt kommt, von der die Jungs keine Vorstellung haben. Jason lebte 3 Monate lang genau wie sie. Jetzt gibt es keine Berührungsängste mehr. Und obwohl Jason die Gebete, die er spricht, immer noch nicht völlig versteht, ist er doch Teil der Gemeinschaft geworden. Eine Gemeinschaft auf Zeit. Jason geht bald zurück in sein westliches Leben. Die anderen bleiben. Und dann kommt der letzte Tag. Anders als bei der feierlichen Aufnahme ist Jason beim Abschied alleine mit dem Abt. Seine Zeit im Kloster endet mit einem letzten Gebet auf Pali. Schließlich muss er seine Robe zurückgeben. Ich möchte einfach in Zivilkleidung und mit allen Freiheiten, die ich vorher genossen habe und jetzt wieder neu genießen darf, verstehen, was ich hier gelernt habe. Darauf freue ich mich. Ob die Zeit im Kloster ihn verändert hat, will Jason jetzt noch nicht beurteilen. Aber mit gutem Karma für sich und seine Vorfahren kann er wohl rechnen.